Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video möchte ich euch erklären, warum es eigentlich so wichtig ist, alle 3 Monate eine neue Zahnbürste bzw. einen neuen Bürstenkopf zu verwenden. Also bleibt dran! Ich habe jetzt einfach mal vorweggenommen und gesagt, dass man alle 3 Monate eine neue Zahnbürste bzw. einen neuen Bürstenkopf verwenden sollte. Viele wissen ja gar nicht, wie oft man ihn eigentlich wechseln sollte, also alle 3 Monate mindestens. Wenn ihr aber krank wart oder zum Beispiel Lippenherpes hattet, dann solltet ihr eher wechseln, nämlich sobald ihr wieder gesund seid, auch wenn dann die 3 Monate noch nicht rum sind. Denn über die Zahnbürste kann man sich sonst reinfizieren. Das heißt, man kann die Erkrankung entweder erneut bekommen, man erkältet sich nochmal, dann fragt ihr euch vielleicht, wieso, ich habe die doch jetzt schon gehabt, ich habe Antikörper dagegen, ich müsste doch jetzt immun sein. Nur weil ihr eine Krankheit bereits hattet, heißt es nicht, dass ihr immun seid und sie nicht noch einmal bekommen könnt. Ihr habt zwar Antikörper entwickelt, aber manchmal reichen die Antikörper nicht aus, dass man wirklich immun ist, sondern man kann die Krankheit noch ein zweites Mal bekommen, dann ist sie vielleicht schwächer als beim ersten Mal, aber man kann trotzdem sich noch einmal infizieren und die Krankheit auch ein zweites Mal bekommen. Und das Gleiche ist auch beim Lippenherpes. Wenn man Lippenherpes hat und immer die gleiche Zahnbürste verwendet, dann zieht sich die Dauer des Lippenherpes oft in die Länge. Deswegen am besten, wenn ihr krank wart, eher wechseln. Jetzt ist natürlich die Frage, warum sollte ich dann nach 3 Monaten meine Zahnbürste wechseln? Vielleicht war ich gar nicht krank in der Zeit. Die sieht auch noch gut aus. Das kriege ich auch so oft die Frage. Was ist, wenn meine Zahnbürste noch gut aussieht? Ich finde, ich muss die gar nicht wechseln. Die sieht noch aus wie neu. Was ist dann eigentlich? Und jetzt kommen wir nämlich auf den springenden Punkt. Also, es gibt 2 Gründe, warum ihr sie alle 3 Monate mindestens wechseln solltet. Das erste ist, weil sich die Borsten abnutzen. Und das könnt ihr nicht immer sehen. Manche drücken sehr doll auf beim Zähneputzen. Da sind die Borsten schon nach kürzester Zeit total verbogen und stehen so zur Seite ab. Dann wisst ihr natürlich definitiv, erstens, ihr drückt zu doll auf beim Putzen, aber auch, ihr braucht dringend eine neue Zahnbürste. Und auch dann kann es sein, dass ihr nicht 3 Monate warten solltet, sondern tatsächlich schon eher eine neue verwenden solltet. Denn wenn die Borsten schon so abstehen, dann könnt ihr damit auch nicht mehr vernünftig putzen. Sie hat einfach nicht mehr die richtige Reinigungsleistung. Aber so weit sollte es natürlich eigentlich gar nicht kommen. Ich habe euch ja oft genug gepredigt, nicht aufzudrücken beim Putzen. Deswegen gehen wir mal davon aus, sie sieht nach den 3 Monaten immer noch aus wie neu. Keine Borsten sind verbogen. Trotzdem lässt die Reinigungsleistung der Borsten nach. Sie verlieren einerseits an Elastizität und sie kriegen auch ganz kleine Mikrorisse und ja, Defekte im Material. Und dadurch verlieren sie einfach an Reinigungsleistung. Mit der Zeit reinigen sie einfach nicht mehr so gründlich und nicht mehr so gut, wie wenn sie ganz neu sind. Das ist also die eine Sache, der eine Grund, warum man sie spätestens alle 3 Monate wechseln sollte. Und wie gesagt, das ist ein Punkt, den seht ihr nicht unbedingt mit bloßem Auge. Sie kann aussehen wie neu und hat trotzdem nicht mehr die gleiche Reinigungsleistung, wie wenn sie neu ist. Deswegen, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass sich Bakterien darauf ansammeln. Und Bakterien kann man natürlich auch nicht sehen. Das heißt, selbst wenn sie so mit dem bloßen Auge noch gut aussieht, die Bakterien darauf seht ihr nicht. Die befinden sich aber auf dieser Zahnbürste und die vermehren sich mit der Zeit, mit jeder Benutzung und jedem Mal, wo sie feucht wird und wieder trocknet und so. Es werden einfach mit der Zeit immer mehr Bakterien. Die Bakterien sammeln sich auch insbesondere dort, wo die Borsten an dem Kopf befestigt sind, also um dieses Borstenbüschel drumherum, weil da hat der Kunststoff ja eine ganz kleine Nische und dort ist das perfekte Versteck für Bakterien und die können sich dort ungehindert fortpflanzen, teilen, vermehren. Und das werden einfach immer mehr Bakterien und dann ist es einfach irgendwann nicht mehr hygienisch und spätestens nach 3 Monaten sollte man eine neue verwenden. Was ihr mit bloßem Auge manchmal schon sehen könnt, ist, dass sich genau an diesen Punkten um die Borstenbüschel herum Zahnpastareste sammeln. Je nach Farbe der Zahnbürste kann man es mal mehr, mal weniger gut sehen. Bei dieser, die ist
gebrauchte Zahnbürste sehe ich das ganz gut. Diese weißen Umrandungen dort, wo die Borstenbüschel in den Kopf übergehen. Und klar, wenn da Zahnpasta ist, dann müssen wir gar nicht darüber reden. Dann sind da definitiv auch Bakterien. Und an der Zahnpasta können die sich natürlich auch noch besonders gut festsetzen. Also das Ganze wird einfach irgendwann unhygienisch und mindestens alle 3 Monate sollte man sie deswegen erneuern. Auch wenn sie vielleicht mit bloßem Auge noch ganz gut aussieht. Trotzdem, alle 3 Monate wechseln. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass der Deutsche durchschnittlich nur, ich glaube, 1,6 Zahnbürsten im Jahr verwendet. Also nicht mal alle halbe Jahr wechselt. Das ist natürlich ziemlich wenig. Und ich hoffe, dass euch dieses Video geholfen hat und dass ihr jetzt zu den Deutschen gehört, die sie 4-mal im Jahr mindestens wechseln, also alle 3 Monate. Und wenn euch dieses Video gefallen und geholfen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Und abonniert auch meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Damit würdet ihr mir eine riesige Freude bereiten. Und ihr würdet einfach meinem Kanal helfen, zu wachsen, mehr Leute erreichen zu können und einfach mehr Leuten damit helfen zu können. Und schaut doch gerne mal unten in die Beschreibung. Dort verlinke ich immer Videos, die euch noch interessieren könnten, die zu diesem Thema passen. Zum Beispiel, ob man eher harte oder weiche Borsten verwenden sollte, wie oft man seine Zähne putzen sollte, wie lange man seine Zähne putzen sollte, die richtige Zahnputztechnik. Ich habe wirklich schon viele Videos zu diesen Themen gemacht. Ich verlinke sie alle mal unten in der Beschreibung. Dort könnt ihr gerne noch mal reinschauen. Und dann euch die anderen Videos auch angucken. Drückt auch gerne auf die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online kommt. Und so verpasst ihr auf jeden Fall keins. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann! Ciao!